Die IG Metall erklärt den Warnstreik. Das ist ein Tarifvertrag. Er wird zwischen der zuständigen Gewerkschaft in der Metall- und Elektroindustrie, also der IG Metall und dem Verband der Arbeitgeber Gesamtmetall abgeschlossen. Dieser Tarifvertrag gilt für alle Mitgliedsbetriebe von Gesamtmetall und die Mitglieder der IG Metall. Tarifverträge gelten befristet, haben also eine bestimmte Laufzeit. Solange ein Tarifvertrag gültig ist, darf nicht gestreikt werden. Das nennt man Friedenspflicht. In der Metall- und Elektroindustrie endet die Friedenspflicht 4 Wochen, nachdem der alte Tarifvertrag ausgelaufen ist. Natürlich nur, wenn bis dahin kein neuer Tarifvertrag vereinbart wurde, mit dem beide Seiten zufrieden sind. Danach dürfen die Beschäftigten mit Aktionen Druck ausüben. Solche Aktionen nennt man Warnstreiks. Dabei handelt es sich meist um eine befristete Arbeitsniederlegung von einigen Stunden. Die Belegschaften signalisieren damit den Arbeitgebern, dass sie hinter ihren Tarifforderungen stehen. Warnstreiks sind nicht nur erlaubt, sondern auch wichtig, um gute Tarifstandards durchzusetzen. Im Unterschied zu einem regulären Streik müssen Gewerkschaftsmitglieder über einen Warnstreik nicht abstimmen. Die Gewerkschaft darf ohne weiteres dazu aufrufen. Warnstreiks sind durch das Grundgesetz geschützt. Die Teilnahme daran verletzt nicht den Arbeitsvertrag. Der Arbeitgeber muss zwar für die Dauer des Warnstreiks kein Gehalt zahlen, darf die Teilnehmer aber nicht davon abhalten oder gar dafür bestrafen. Warnstreik – unser gutes Recht.